Hallo und herzlich willkommen zu den Griever Games News Slot. Heute gibt es mal wieder ein neues Video. Tut mir leid, falls sie in letzter Zeit etwas unregelmäßig kommen. Ihr hört bestimmt noch aus meiner Stimme, ich bin ein bisschen crankety. Also Leute, wir fangen jetzt erstmal damit an, dass Griever Games heute früh, so gegen 5 Uhr früh, eine Zeit lang down war. So eine Stunde war der Server down. Das Griever Games Team hat keine Ahnung wieso. Und ja, ich weiß da auch noch nichts Näheres, Leute. Und ja, auf jeden Fall wollte ich euch nochmal sagen, dass der Server immer, also falls ihr jetzt mal länger spielen wollt, ja, der Server startet immer in der Nacht neu und dort ist immer Griever Games für eine bestimmte Zeit offline und dort wird ein Backup von jedem Tag erstellt. Also jeden Tag wird ein neues Backup erstellt vom Server, wenn der offline ist. So. Und das war nicht früh um 5, der geht meistens so gegen 2 Uhr offline. Und dann bleibt er eine Stunde offline und ja. Was mir heute auch aufgefallen ist, ich habe heute mal auf Griever Games wieder ein bisschen in den Shops rumgeguckt. Und zwar ist mir dort aufgefallen, dass wieder sehr viele Köpfe verkauft werden. Und das eigentlich auch zum guten Preis. Also diese Standardköpfe gibt es jetzt wieder häufiger und ich frage mich woher. Höchstwahrscheinlich vom Duplizierer. Aber, wie soll man sagen, ja, warte, Leute, ich will mir mal eben schnell ein bisschen essen. Das ist mir auch eigentlich egal, weil das Ding ist, ich finde es gut, dass wieder ein paar Köpfe da sind, weil jetzt kommt mal wieder ein bisschen mehr Handel in Griever Games rein. Und noch eine News, Leute. Und zwar, ihr wisst ja, dass Griever Games schon seit langem das neue Anti-Cheat-System hat, was abgemeint, womit er Dinge finden kann. So. Dieses neue Anti-Cheat-System ist eigentlich recht gut geworden von Griever Games, so dass es nicht mehr so viele Duplizierer gibt. Es wurden jetzt auch schon einige mit größeren Mengen duplizierter Ware gebannt, soweit ich es weiß. Und so steigt der Preis auch wieder von Köpfen, von Beacons, von Admin-Items. Aber es gibt natürlich auch immer wieder neue Methoden. Ihr müsst euch das so vorstellen. Am Anfang waren die Duplizierer dumm. Heute sind die im Prinzip richtig schlau und denken über alles nach. Wo lagern die ihr Zeug? Wie mache ich diesen Bug am besten? Wie nutze ich den aus? Die denken heute wirklich nach. Früher war es einfach nur so, duplizieren, Kiste, fertig. Ja, okay, Leute. Das wollte ich euch nochmal gesagt haben. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Griever Games News. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.